Wenn man sich vorstellt, dass es im Dürrwald einen solchen Ort gibt. Unglaublich. Ich würde zu gern mal einen Blick in das Archiv werfen. Viele Geheimnisse, die so Regal schlummern müssen. Das ist faszinierend, nicht wahr? Tempel, die geweiht sind, sind meist gewaltige Wissensspeicher. Wir nutzen dieses Wissen, um die Mysterien der Welt zu ergründen und zu bewahren. Erzähl mir etwas über dich. Sie wirft ihre beiden Schultern zurück. Ich bin Schreiberin und treue Anhängerin Wales. Wales oder wie man immer ausspricht. Es ist meine Pflicht, unsere Unterlagen und Ressourcen zu bewachen. Ihre Brust schwillt vor Stolz an. Oder Wals, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Na, dann lebt wohl. Also, wir könnten hier Sachen klauen, natürlich. Wir könnten uns in seine Seele einnisten. Obwohl, ist es klauen, wenn wir das... Wenn wir einfach nur ins Regal gucken oder das Buch lesen? Irokanischer Kalender, Auszüge aus der Predigt des Kampfes. Nein, das ist kein Diebstahl. Also einfach nur ansehen ist kein Diebstahl. Okay. Aber so wie es aussieht, scheint die Oberchefin irgendwelche Probleme zu haben. Ältestenarchiv. Da könnten wir einfach mal einbrechen. I shall be discreet. Und da es hier scheinbar Geheimnisse zu geben scheint, fällt auch aufgedeckte, was irgendwie seltsam klingt. Das ist Grimda. Suche weiter. Der Verschleierte hinterlässt Hinweise für die, die suchen. Dieses gemalte Auge scheint sich zu bewegen, sobald du ihm den Rücken zuwendest. Ja, Kunstwerk eben. Gut, reden wir mal mit Grimda. Hail and well met. Eine ältere Zwerge begutachtet die Stapel. Ihre Haut sieht so hart und furchig aus wie eine Walnuss. Toller Vergleich. Trotz ihrer Statur gelingt es ihr, auf dich herabzublicken. Du darfst dich gerne umsehen, aber lass die Priester und Schreiber ihre Suche fortsetzen. Sie wirft einer der in Ruhm gehüllten Gestalten einen vernichtenden Blick zu. Man darf ihnen bloß keine Ausrede geben. Wonach sucht ihr? Sie mustert dich und reibt sich das Kinn. Und ich könnte wohl darauf vertrauen, dass du sie wieder beschaffst. Sie wirft dem Priester erneut einen bösen Blick zu. Schlechter als dieser nutzlosen Haufen kannst du dich nicht anstellen. Diebe haben eine antike Schriftrolle von einem Weihe gestohlen. Sie wollen verkaufen, was verborgen bleiben soll. Ein Geheimnis von 100 Visionen, die pure Blasphemie. Ihre buschigen Augenbrauen bilden einen Bogen über ihre Brille. Die Wache haben einen von ihnen gefangen genommen, waren aber etwas übereifrig beim Verhör. Sie konnten nur etwas von einem Bauernhaus und der Straße nach Dürfurt aus ihm herausholen. Finde die Diebe, es ist mir gleichgültig, was du mit ihm machst, solange du die Schriftrolle zurückbringst. Weil belohnt den ausdauernden Suchenden und das tue auch ich. Eine antike Schriftrolle Weils, ein lohnender Preis, ich meine eine würdige Aufgabe. Was brauchst du sonst noch? Ich habe Fragen zur verschwundenen Schriftrolle, dann frag, was weißt du über die Diebe? Nur sehr wenig, dass sie töricht waren zu glauben, sie könnten Gott der Geheimnisse bestehen und dass sie zu einem Bauernhaus fliehen wollten. Was soll ich mit den Dieben tun? Was dir beliebt, töte sie, raube sie aus, lass sie in Frieden, mir ist es gleichgültig. Sie winkt ab und lächelt dunkelt. Ich betrachte es als eines von Weiß Geheimnissen. Was ist an der Schriftrolle so besonders? Weil ist der Gott der Geheimnisse. Wenn ich es dir sagen würde, würde ich sie entwerten oder nicht. Sie lacht. Es ist eine Parabel. Sie nährt den wissbegierigen Verstand und vergiftet den Törichten. Es scheint mir seltsam, dass eine Bande von einfachen Dieben etwas aus einem solchen Ort stehlen kann. Grimda schnaubt und strafft die Schultern. Einige Geheimnisse bewahrt, weil selbst vor mir. Sprechen wir über was anderes. Erzähl mir was über dich. Ich bin die Oberarchivarin der Halle der aufgedeckten Geheimnisse. Sie hustet laut in die Faust. Und ich bin zu alt und zu beschäftigt, um sinnlose Fragen zu beantworten. Selbst wenn es nur ein oder zwei sind, kann er seufzt. Ich möchte mehr über Weil erfahren. Ihr Lächeln zeigt eine Reihe schiefer Zähne. Das ist der Haken, nicht wahr? Weil ist der Gott der verborgenen und der offenbarten Wahrheiten. Je mehr man von den 100 Visionen sieht, desto mehr muss man noch entdecken.
Wir nennen Wei zwar oft ihn, der sieht und nicht gesehen wird, doch ist er weder männlich noch weiblich. Weil eine bestimmte Eigenschaft zuzuweisen heißt, einen anderen einzelnen Teil seiner Göttlichkeit außer Acht zu lassen. Gott, das klingt so verwirrend. Aber muss es wahrscheinlich auch sein. Hundertfache Vision. Ein ehrfürchtiger Name für Weils unzählige Offenbarungen. Trotz des Namens sind sie unendlich. Jede Erleuchtung führt zu einem weiteren Mysterium. Und ich dachte, ich wäre beschäftigt. Ja, Sagadi, du bist auch beschäftigt damit, die Wiedergeburt von deinem Freund zu suchen. Okay, leb wohl. Eine Parabel vom Weil. Mhm. Okay. Gibt es da hinten eigentlich was Nettes, was man... Ja, es gäbe Sachen, die man da drin plündern könnte. Aber Hagrim ist ja kein so besonders toller Dieb. Und ich weiß gar nicht, wie viele Dietriche haben wir zurzeit. 11. Nee, mit 11 Dietrichen, da bleibe ich lieber sparsam. Fangzähne eines älteren Löwen. Ja, solche Sachen wie die Fangzähne. Achso. Sell value low to high. Sell value high to low. Item type. Also ja, Haustier, Fackeln, Bücher. Keine Sortierung. Also ja, sowas wie die Löwenhäute und den Fangzahn eines älteren Löwen kann ich wahrscheinlich verkaufen. Machen wir mal Item Type. Weil die fallen nicht unter Materialien, sondern unter Sonstiges. Sonst wäre das nämlich unter Zutaten oder Verbrauchsgegenständen gelandet. Wobei eher unter Zutaten. Okay, wir haben eine neue Quest hier erhalten. Und abgesehen von den Katakomben, was wahrscheinlich der Knast ist. Haben wir wohl alles andere. Gucken wir uns die Karte an. Feuerfälle. Waldendebenen, Schwarzauen, Dorf Dürfurt. Das heißt wahrscheinlich irgendwo hier an der Sturmwallschlucht oder an den Waldendebenen dürften wir die Diebe finden, oder? Eine Gruppe von Dieben hat eine Schriftrolle von Weil aus der Halle der aufgelegten Geheimnisse von Trutzbruch gestohlen. Grimda sagte, dass einer der Diebe etwas von einem verlassenen Bauernhof auf dem Weg nach Dürfurt gesagt habe. Ja, dieser Bauernhof könnte die Pferdekoppe sein, die wir gefunden haben auf dem Waldlandweg. Aber das gucken wir uns später an, wenn wir in der Stadt alles abgeklappert haben. So, wir können zum Urfeuer. Da will ich aber jetzt noch nicht hin. Du warst so lieblich damals. Bist du ein Gemeiner oder? Dalton. Dieser ältere Mann schreitet hin und her mit kurzen, holprigen Schritten. Der Blick in seinen Augen ist abwesend. Darunter liegen die dunklen Ringe vieler schlafloser Nächte. Er scheint sich mit jemandem zu unterhalten, der nicht anwesend ist. Und wie du gekämpft hast, zwei Feinde gleichzeitig niedergeschlagen. Welch Sieg wir geteilt haben, du und ich. Mit wem redest du? Der Mann blickt zu dir auferschrocken. Hoch. Oh, bei der Flamme. Einen Augenblick lang dachte ich, ich hätte sie gehört. Er legt eine Hand auf seine Brust und ringt nach Luft. Was betrübt dich? Nur die Erinnerung an meine Jugend bei den Waldläufern der Nordwache. Längst vergangene Prüfungen und Abenteuer. Er schüttelt seinen Kopf. Die Erinnerung an verlorene Schlachten und gefallene Freunde sind in letzter Zeit besonders lebhaft. Erzähl mir von diesen Erinnerungen. Es ist fast 60 Jahre her. Damals waren wir im ganzen Dürrwald bekannt. Wir dachten, wir würden ewig zusammen Abenteuer erleben. Kupfer sammeln und Balan inspirieren. Die Falten um seine Augen werden tiefer. Bis wir auf Helig von Tain trafen. Er war ein Zauberer, dessen nekromantische Experimente eine Spur von Leichen vom Trosttal bis zum Mittelwald hinterließen. Einige davon wiederbelebt. Wir verfolgten ihn, als er in die Valianische Republik fliehen wollte. Kurz vor der See der versenkten Gräber stellten wir ihn. Wir waren Narren. So erfahren wir,
So erfahren, wie wir auch waren, auf so eine dunkle Magie waren wir nicht vorbereitet. Wir waren über Überzahl, aber gegen seine Macht konnten wir nichts ausrichten. Ein weiser Mann hätte den Rückzug befohlen, aber nicht ich. Durch irgendeinen Fluch der Götter verlor ich das Bewusstsein, und als ich wieder erwachte, waren meine Waldläufer, meine Rovianer, sie waren alle tot. Er hält leere Luft in seinen Armen. Wo ist Roviana? Meine Freundin, meine Waffenschwester, meine Liebe. Also ich glaube, das war die Frage, wer ist Roviana? Wir wollten gemeinsam Abenteuer erleben, bis wir alt genug wären, um uns niederzulassen und unseren Reichtum zu genießen. Irgendwie wir waren, dachten wir, nichts könnte uns hier auseinanderreißen. Ich weiß, es klingt wieder Wahnsinn als ein Mann ist, aber ich höre sie. Eine Stimme gleich hinter meiner Schulter, die meinen Träumen nach mir ruft. Nachts sehe ich sie durch die Katakomben unter der Stadt irren und einen Weg hinaussuchen. So natürlich das auch klingen mag, ich werde den Gedanken nicht los, dass sie irgendwie da unten ist und auf mich wartet. Ich habe mich sogar hinuntergewagt, aber es hätte mich fast mein Leben gekostet, es erzögert. Wäre ich nur noch der halbe Krieger meiner Jugend, ich würde jedes Grab und jedes Lattenloch durchsuchen. Aber ich habe nichts als diesen schwachen Körper und die quälende Ahnung, dass meine Liebe irgendwie da unten ist und ich ihr nicht helfen kann. Ich habe andere Dinge zu tun, törichter alter Narr. Ich suche in den Katakomben nach Spuren von Roviana. Tränen springen den alten Mann in die Augen. Es gibt einen Eingang ein Stück südwestlich von hier, auf der anderen Seite des Kanals. Er schnieft und wischt sich die Augen. Du bist wahrlich ein Geschenk der Götter. Wenn du irgendwas von dir findest. Also ja, das in die Katakomben geht's wohl da lang. Vorher gucke ich aber kurz zu dem Stadttor hier. Damit wäre nämlich schon mal das Viertel hier abgeschlossen. Weil andere Türen sehe ich jetzt nicht, die ich einfach so begehen könnte. Das Haus hier oben war eher mehr oder weniger Zufall. Alle anderen Häuser? Nö. Hier sehe ich nicht mal Türen, die ich rein könnte. Hier könnte ich mir das Wasser angucken. So, und hier könnte ich nach Farnheim. Na, das kann ich mir überlegen, nachdem ich in den Katakomben kurz war. Geguckt habe, was dort unten lauert, vor allem Dingen. Geizkragen. Ja, man kann so vielen Leuten hier in die Seele gucken. Wenn ich das machen würde, würden wir wahrscheinlich noch mal 100 Folgen länger brauchen, um das LP durchzukriegen. Und ich könnte mal wieder die Biografie meines Charakters gucken. Ein toter Initiierter, oh. Gucken wir mal kurz in meine Vision. Biografie. Also Karawane Golta ist aus den Ruinen. Als er ging, begann die Maschine zu rotieren, als du in Golta ankamst. Du hast einen Edirzauber namens Allah. Als du zu schlafen versuchst, warst du ruhelos. Du trafst auf einen hiesigen Baum namens Edda, Krieg der Heiligen. Auf der Straße nach Magas trafst du auf seinen wehtreibenden Triester. Dabei Gestrat bestätigte dir, dass die Niederlassung Gedolteil verwehrt bleiben würde und dass man dir nicht mal einen längeren Aufenthalt gestatten würde. Du hast den langen Weg umsonst zurückgelegt. Als du Keet Noa erreichst, trafst du auf einen Rautai-Gelehrten namens Kanahua. In der Hoffnung, einen uralten teiligen Text zu finden, der unterhalb der Burg begraben war, vereintet ihr eure Kräfte. Du kamst in Keet Noa an und fandest den Ort vom bösen Geister heimgesucht vor. Und der Aufenthaltsort des Burgherrn war der über die Burg wachende Burgvogtin unbekannt. Mehrmals befand sich in den Verliesen unterhalb seiner eigenen Burg und versteckte sich dort vor Geister, die sein gefolterter Verstand halluzinierte. Seine Seele wurde zu seinem vergangenen Leben geweckt und unlösbar innerer Konflikte aus längst vergangenen Zeiten hatten ihn in den Wahnsinn getrieben. Er warnte dich, dass auch sein Zustand und sein Schicksal, dass auch du sein Zustand und sein Schicksal teilen könntest. Trotzdem deutete er auch an, dass er seinen Weg geben könnte, deine Erweckung rückgängig zu machen. Er sagte dir, den bleiernen Schlüssel aufzusuchen, dieselbe Gruppe, auf die du vor den Ruinen getroffen warst.
um von ihnen zu erfahren, wie deine Erweckung rückgängig zu machen sei. Merwals Körper wurde von einer Persönlichkeit aus einem seiner vergangenen Leben übernommen und du sahst dich gezwungen, ihn zu erschlagen. Du hast seine Seele als wachsamen Burgwächter an die Burg gebunden.